Die brandenburgische Verweigerung, in den ÖPNV selbst zu investieren, ist in der Bundesrepublik einzigartig und darf so nicht weitergeführt werden. Was kann bereits heute festgestellt werden? Die Bürger sind durch die begrenzten Mittel für den ÖPNV nicht mehr so mobil wie früher. Sofern sie sich es leisten können, greifen sie auf PKWs zurück, aber die Möglichkeit hat eben auch nicht jeder, und das gerade auch in Anbetracht der demografischen Entwicklung. Da in dem Zusammenhang wird Mobilität noch zunehmend ein Thema sein. Forderungen von Initiativen, wie zum Beispiel der Prignitzer Bürger zur Einrichtung einer späten Verbindung vom Ostbahnhof nach der Prignitz, werden dann noch unwahrscheinlicher. Kulturelle Teilhabe vermindert sich und wird irgendwann in gewissen Regionen ausgeschlossen sein. Damit werden gleichzeitig die Zuzugstendenzen nach Berlin gestärkt. Die Landesregierung leistet damit einen traurig aktiven Beitrag zur Entvölkerung des ländlichen Raumes, der wir ja eigentlich wortreich immer entgegenwirken wollen. Der Bevölkerungsdruck auf den Verflechtungsraum Berlin-Brandenburgs wird folglich ebenfalls zunehmen. Der Teufelskreis, der den ländlichen Raum weiter schwächt, wird so fortgesetzt. Dabei ist der ÖPNV ein umweltverträgliches und für große Mengen an Fahrgästen das am besten geeignete Verkehrsmittel, das eigentlich eine Zukunftsinvestition für uns alle darstellt. Die Geschäftsführerin des VBB hat bereits vor kurzem gemahnt, ich zitiere, die finanzielle Schieflage hat sich bereits drastisch verschärft und darf nicht zu Angebotsverschlechterungen im VBB-Gebiet führen. Hinter dieser Formulierung verbirgt sich die unverhohlene Ankündigung, den öffentlichen Regional- und Nahverkehr im Verbundgebiet ab 2016 auszudünnen, weil gar keine andere Möglichkeit mehr besteht, wenn das Land nicht selbst investiert. Insgeheim arbeitet der VBB bereits am Sparfahrplan. Von Streckenstreichungen bedroht sind eben besonders die dünn besiedelten Regionen Brandenburgs. Vor kurzem haben die brandenburgischen Zeitungen unisono gefragt, ein Jahr nach den Landtagswahlen, was ist der Schwerpunkt der Landesregierung unter Herrn Ministerpräsident Dietmar Woidke? Ich habe ihn ebenfalls noch nicht ausmachen können. Daher mein Aufruf an die Landesregierung, beenden Sie die ÖPNV-Verkehr, die Verkehrspolitik in diesem Lande. Reduzieren Sie diese Politik nicht auf die reine Weitergabe von Regionalisierungsmitteln, investieren Sie selber. Schaffen Sie Sicherheiten für die Bürger, damit sie eine weitere Abkoppelung des ländlichen Raumes ausschließen können. Garantieren Sie, dass ausbleibende Regionalisierungsmittel in Zukunft aus landeseigenen Haushaltsmitteln ausgeglichen werden können. Die AfD-Fraktion unterstützt den Antrag der CDU ausdrücklich zur Sicherstellung des Schienenpersonennahverkehrs im Lande Brandenburg, weil er nötig ist und für uns alle eine Investition in die Zukunft bedeutet. Vielen Dank.